vom Verbrenner weg zur AE-Maschine, das ist eine ziemliche Herausforderung. Es gibt Millionen Art und Weisen, wie man elektrische Antriebe bauen kann. Wir haben eine gefunden, die extrem drehmomentdicht ist, extrem effizient ist. Mein Name ist Jochen Huber. Ich bin Mitarbeiter in der Forschung bei BMW. Ich habe mein ganzes Berufsleben mit neuen Technologien verbracht. Darum auch die Idee, auf die IAA immer zu gehen und zu screenen, was es am Markt so gibt. Ich bin der Felix, einer der Gründer und Geschäftsführer von Deep Drive. Wir haben einen Motor entwickelt, der auf die Großserie, auf hohes Volumen ausgelegt ist und gleichzeitig der effizienteste auf dem Markt ist. Da ist mir der Radantrieb aufgefallen und dass da ein Startup Deep Drive an dem Thema arbeitet. Der erste große Meilenstein war dann die IAA, die Internationale Automobilausstellung hier in München. Es kamen immer wieder interessante Personen vorbei. Einer davon war der Jochen von BMW, der das super spannend fand. Und wir hatten einen wahnsinnig guten Austausch. Das war so der erste Kern, mit dem wir dann gemeinsam losgestartet sind. Für uns war die BMW Startup Garage wirklich ein ganz frühes Sprungbrett, weil es uns geholfen hat, in dem komplexen Dschungel eines Großkonzerns Fuß zu fassen und zu verstehen, was sind denn die Prozesse, was sind denn die Leute, mit denen wir was besprechen müssen. Die BMW Startup Garage, die bietet uns eine hervorragende Möglichkeit, mit diesen Startups in Kontakt zu treten. Und die besten Startups, mit denen machen wir dann weiter, so auch mit dem Deep Drive. Wir haben ein Kooperationsprojekt, planen auch weitere, um ihre gute Technologie für BMW-Anwendungen zu prüfen, damit die Potenziale bei uns auch wirklich in der Serie ankommen. Praktisch jedem, mit dem wir bei BMW gesprochen haben, ist aufgeschlossen. Das zeigt sich in der BMW Startup Garage und den Programmen da. Das zeigt sich in BMW Adventures. BMW hat verstanden, ich muss in Startups investieren, aber das muss ein komplett unabhängiger Investor sein. Ansonsten funktioniert dieses Konstrukt nicht. Ansonsten wird dieses Startup-Unternehmen nicht groß, wenn es sich zu früh an nur einen Partner bindet. Diese Zusammenarbeit auf den ganz unterschiedlichen Ebenen hat uns gezeigt, dass BMW da Vordenker ist. Die wichtigste Eigenschaft ist der Wirkungsgrad, das heißt elektrische Reichweite für einen Kunden. Es ist bekannt, dass das ein Thema für E-Mobilität ist. Diese Werte wurden übererfüllt und das in der ersten Messung ohne Iterationen. Und dann war es natürlich für uns schon ein Ritterschlag, dass BMW dann tatsächlich gesagt hat, hey, wir vertrauen euren Messergebnissen, wir können das Projekt auf euren 5 Sternen durchführen. Meistens haben ihre Technologien, ihre Musterteile das übertroffen, was sie angekündigt haben. Und das ist eigentlich in so einer ersten Phase mit einer komplett neuen Technologie ungewöhnlich. Für uns waren die letzten 1,5, 2 Jahre der absolute Wahnsinn. Das ging wirklich steil nach oben, wo BMWs die ersten waren, die sich Deep Drive angeschaut haben. Es sind mittlerweile auch viele nachgerückt. Wir haben unsere Zusammenarbeit intensiviert. Wir arbeiten aktuell mit 8 der 10 größten Automobilhersteller der Welt zusammen. Zukünftig, wenn es denn alle Kriterien mal erfüllen wird, dann sind so 100 bis 150 Kilo Gewichtsersparnis möglich. Man wird eine deutlich höhere elektrische Reichweite bekommen und das Fahrzeug kann auch noch ein bisschen preiswerter werden. Der nächste große Meilenstein für uns ist, in die erste Serie reinzukommen und wir sind auf einem echt guten Weg, das die nächsten 1,5 Jahre zu erreichen. Die Startups sind für uns wichtig, weil sie mit unkonventionellen Out-of-the-Box-Denken bei uns neue Perspektiven aufzeigen, die uns auch viel schneller voranbringen, Innovationen in die Autos reinzubekommen.